Witzig, albern und trotzdem fokussiert. Zu groß, zu schwer und trotzdem Wasserspringerin. Fünfmal nominiert, fünfmal verloren und trotzdem nie aufgegeben. Christina Wassen, Nachwuchssportlerin im Monat Februar. Man ist schon ein bisschen stolz, sage ich jetzt mal, dass so viele Leute finden, dass man das verdient hat, Nachwuchssportler zu werden. Und ich war jetzt auch schon öfter nominiert, aber habe es nie geschafft. Meine Mama war auch immer ein bisschen traurig und die hat auch mal geguckt, dass alle abstimmen und so. Aber es ist schon schön, wenn man das dann endlich mal schafft. Und das völlig zu Recht. Die 16-Jährige vom Berliner TSC hat einiges investiert. Seit dem vierten Lebensjahr betreibt sie Wasserspringen und wechselte 2013 sogar von Aachen in die Hauptstadt. Hier trainiert die 1,79 Meter große Sportlerin Tag ein, Tag aus. Perfektioniert die Abläufe, trainiert Schnellkraft und Athletik. Nicht das alltägliche Leben eines Teenagers und trotzdem von schlechter Laune nicht zu merken. Stattdessen versucht Christina, die neue Heimat zu schätzen. Ich finde es eigentlich ganz cool hier, weil ich kannte das ja alles noch nicht. In Aachen zum Beispiel gab es nicht mal Straßenbahn oder so, gab es nur ein paar Busse. Und man kann viel unternehmen, viel mehr als in Aachen. Und das finde ich eigentlich gut. Mit der Anpassung an die Großstadt wächst aber auch der Hunger nach großen Titeln. 2014 der endgültige Durchbruch. Bei den Junioren-Europameisterschaften wird die gebürtige Eschweilerin viermal Zweite und kann bei den folgenden Junioren-Weltmeisterschaften vom 3-Meter-Brett die Bronzemedaille erkämpfen. Trotz dieser Leistungen bleibt die 16-Jährige natürlich immer noch ein Teenager und macht, was Mann oder Frau in diesem Alter halt so macht. Ja, wir gehen öfter am Wochenende, wenn nach dem Training, wenn es vorbei ist, gehen wir ins Alexa, gucken, ob wir, wenn meistens brauchen wir vielleicht irgendwas, neue Klamotten oder so, muss man ja auch mal besorgen. Machen wir dann eigentlich immer alles hier oder sind im Internat und gucken irgendwelche Filme oder ruhen uns einfach mal aus. Das ist ja auch wichtig, wenn wir die ganze Woche nur trainieren, einfach mal nichts tun. Es hat also den Anschein, als hätte sich die junge Sportlerin in Berlin ein zweites Zuhause geschaffen, was durch optimale Trainingsbedingungen und freizeitliche Möglichkeiten ergänzt wird. Die Freude über den Preis und die Wertschätzung ihrer Sportart, ein Verdienst des Durchhaltevermögens. Wasserspringen ist ja sonst nicht so eine beliebte Sportart oder bekannt, das kennen ja auch viele gar nicht. Und dann Nachwuchssportler zu werden, ist schon eine schöne Sache. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und falls auch ihr nächstes Mal abstimmen und euren Lieblingsnachwuchssportler oder die Lieblingsnachwuchssportlerin wählen wollt, geht einfach auf die folgende Adresse und stimmt zwischen dem 10. und 28. Februar ab.